Moin Leute, ja, es ist nämlich passiert, Jason Momoa, ja wirklich, der Jason Momoa hat den offiziellen Teaser-Trailer getriggert, sage ich mal, auf YouTube und dazu wird es natürlich jetzt eine Trailer-Action geben. Was kann man noch sagen zu Aquaman? 20.12.2018 kommt er in die Kinos, endlich in die deutschen Kinos. Und ja, er hat natürlich gesagt, dass er so froh ist, dass er wieder bei seiner Familie ist und mehr habe ich mir noch nicht angeguckt und ich würde jetzt sagen, wir gucken uns zum ersten Mal diesen Trailer an und dann würde ich sagen, los geht's. Everybody, I love you. Er liebt uns alle, ich weiß, ja. Danke, Jason. I'm excited to bring you some really cool news. One, aber geile I'm home, finally. Aussicht, ne? With some of my family, with my friends. I just want to tell the fans and everyone who supported me that I love you and it's been a really cool year. Yeah, it's very cool. It's a lot of really cool and I'm excited to show you some stuff, but it's right down there. You're going to help me find it. Let's go deep. You ready? Let's do this. Was zeigt uns Jason Momoa alias Aquaman. Ja, der Trailer kommt morgen, ja. Jetzt kommt aber der Teaser-Trailer. Ach, das ist ja Blödsinn. Wie ihr gesehen habt, hat der Teaser-Trailer nicht viel verraten. Das hätte ich mir auch schenken können. Aber dann habe ich gleich noch eine andere Sache noch auf dem Herzen. Auf jeden Fall muss man jetzt sagen, der Trailer zeigt halt nur, wie er sich freut, wie er bei seinem Freund ist, dass er uns alle lieb hat. Und das nächsten Tag, wie gesagt, dass dieser Trailer rauskommt. Halt dieser offizielle Trailer auf der San Diego Comic-Con 2018. Ich bin gespannt, Aquaman. Ja, Hype, weiß ich nicht, ist nicht so ganz da, aber ich werde nochmal die Tage nochmal was dazu machen, ein paar Fakten, ein paar Dinge, die ihr noch wissen müsst vor Aquaman. Ja, der Kinostart, habe ich ja gesagt, 20.12.2018 und mehr sagen wir mal dann morgen. Ja? Und weiter geht's mit dem nächsten Thema. Ja, und dann ist heute Morgen die Bombe geplatzt oder eher, ja, so sagen wir mal so in der Nacht. Comics2Net hat berichtet, dass James Gunn von Disney gefeuert wurde. Kurz gesagt, geht es um ältere Tweets zwischen 2009 und 2012, in denen sich der Regisseur James Gunn einen Spaß erlaubt hat, der alles andere als angebracht war. Er bereue zwar im Nachhinein seine Aussage, war aber damals auch ein anderer Mensch, der mit den Jahren reifer geworden ist. Er akzeptiere jedoch die Entscheidung. Und dieser ganze Krams passte wohl Disney nicht in ihrer, ja, Politik, weil sowas ging natürlich nicht bei Kindern, bei diesen ganzen Konzern. Deshalb ist die Frage, wie geht es weiter mit Guardians of the Galaxy Volume 3? Ja, da ist die Sache jetzt klar. Angeblich macht es Taika Waititi. Das war ja der Regisseur von Tag der Entscheidung von Thor 3. Fand ich nicht schlecht. Wenn der Witz aber leider so überspitzt ist, dann weiß ich nicht so genau. Teilweise ist das ja so der Witz gewesen, aber wir sind gespannt, wie der dritte Teil wird. Ich bin leider ein bisschen enttäuscht, dass das so passiert ist, weil James Gunn hat diese zwei Teile echt super umgesetzt und gehören zu den einer der besten Marvel-Filmen auf meiner Top-Liste. Ja, was sagt ihr dazu in den News? Einmal erstmal zu den Aquaman-Teaser-Trailer. Freut ihr euch auf diesen offiziellen Trailer oder ist für euch das DCEU gestorben oder ist das überhaupt machbar, was Warner davor hat? Ist Aquaman die Rettung für die Justice League? Für den The Batman oder überhaupt generell, keine Ahnung. Und auf jeden Fall die Sache mit James Gunn, was sagt ihr dazu? Macht das mal in die Kommentare, lasst ein Abo da. Wir sehen uns die Tage zu neuen geilen Scheiß und wir sehen uns. Bis dann und ciao. Bam.